Hey Leute, es geht weiter. Neuer Vlog jetzt hier. Und ich muss dazu sagen, Bayern-Fans müssen wirklich stark sein, was ich jetzt anhabe. Schaut mal. Ich muss dazu sagen, ich bin krank. Ja, also, nein, aber daran liegt es nicht. Also heute Franken-Derby, 1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth. Und es war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Freundin. Sie ist großer Club-Fan und ich dachte mir, komm, zweite Liga. Da ist doch eh keine Rivalität mit dem FC Bayern. Ich weiß, Club-Fans und Bayern-Fans würden jetzt was anderes sagen, aber ich sehe es zumindest so. Von daher, alles gut. Wir sind jetzt gerade in Erlangen, jetzt geht es dann mit dem Zug gleich los. Und ich nehme euch natürlich heute mit. Viel Spaß bei diesem Video. Die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht. Unser Club, der bleibt bestehen. Die Legende lebt, wenn auch der Wind sich dreht. Unser Club wird niemals untergehen. So, und jetzt sind wir da. Meine Güte, war das ein Stress. Ja, zum Ersten bist du in keinen Zug mehr rangekommen ab Nürnberg. Heißt, wir sind durch den gesamten Hauptbahnhof geschlendert und haben gar nichts mehr gefunden. Und dann sind wir irgendwann mit dem Taxi gefahren und jetzt sind wir da. Schaut mal dahinter. Oh ja, jetzt bin ich froh und jetzt gehen wir gleich mal rein. Rechtzeitig da für die Aufstellung des Clubs. Der Österreich zum Europameistertitel schießen wird. Mark my words. Träum weiter. Also, gleich geht's los. Ich werde ein bisschen mitfilmen und dann sehen wir uns gleich wieder. Kämpft auf jeden Fall in den ersten Minuten. 4:30 sind jetzt gespielt. Aber so richtig was zusammengeht, nicht. Total verrückt. Zweite Liga. Ah. Oh. 0-1. Was hat denn da die Abwehr gemacht? Ja, und die Fürther gehen sofort natürlich zur Kurve von den Klubberern. Ich meine, es war Glück dabei, an den Pfosten, dann ins Tor. Aber der Schäfer, also der Schäfer könnte gerne Türsteher sein, aber Torwart? Was war das denn? Jetzt Burgstaller! Ach komm! Also wenn man den Ball nicht mal mehr aus der eigenen Hälfte rausbekommt. Und jetzt? Ich kapier's nicht. Ja! Du Traumtor! Oh, nur einmal. In Franken wird's ein wenig anders gemacht. Ja, Halbzeit. Was sagt man dazu? Zwei Chancen, ein Tor. Und fünf Minuten, die man Fußball gespielt hat. Die restlichen 40, die vergessen wir am besten. Gleich geht's weiter. Erste Chance. Jetzt liegt ein Tor in der Luft. Eine Chance nach der anderen. Sehr, sehr geil. Wie geil ist das denn? Es geht nicht ab.
gerade so. Es war schon ein bisschen spooky. Nordkurve. Allein das Wort Nordkurve. Aber es hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat auch der Bilan Spaß gemacht. 2-1 am Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gebt einen dicken Daumen nach oben. Meine Stimme ist weg. Von daher, haut rein. Wir sehen uns.